Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Last Chaos. Ja, die letzte Folge ist schon ein bisschen her, ich glaube ein oder anderthalb Wochen oder irgendwie sowas. Es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, aber egal, wir wollen nicht in die Vergangenheit gucken, sondern nach vorne schauen. In dieser Folge wird wieder einiges passieren. Wir werden zum Beispiel unter anderem das Level Up auf 160 schaffen, vielleicht noch mehr, wer weiß das schon. Und hier am Anfang, ja, wie bereits gesagt, seht ihr das Level Up auf 160. So spektakulär ist das eigentlich nicht. Ich wollte das ja eigentlich schon in die letzte Folge mit reinquetschen, habe das dann aber zeitlich dann doch nicht mehr ganz geschafft, weswegen ihr das jetzt in dieser Folge seht. Und ich habe ja schon gesagt, mit 160 machen wir dann noch so ein paar Quests in Moraska. Ja, ihr seht jetzt auch gleich hier, wie wir die anfangen im Moraska. Da haben wir noch ein paar in der Kapelle, die wir machen. Zum Beispiel die Regrendo und Regrendur Quest. Aber auch noch so ein paar andere nebenbei, die wir auch noch gleich mitmachen. Die jetzt nicht so viel geben, aber nichtsdestotrotz trotzdem einiges geben, so ist nicht. Und die machen wir dementsprechend auch. Und da machen wir noch ein paar Quests im Altar der Dunkelheit. Das war für mich das erste Mal seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, dass ich da überhaupt reingehe. Weswegen ich da manchmal ein bisschen verplant rumlaufe, ein bisschen verplant die Monster kloppe, nicht genau weiß, was ich machen muss, aber egal, das passt schon. Die Quest, die wir da im Moment hatten, die kriegen wir damit fertig und das ist ja wohl die Hauptsache. Und ja, es macht sich hier in diesem Altar schon bemerkbar, dass ich halt noch einen 115er Bogen anhabe, der Damage geht immer weiter runter, es dauert immer länger. Klar werden die Mobs auch immer stärker, aber ja, man merkt es dann doch schon langsam. Aber es dauert ja nicht mehr lange, dann kann ich ja schon den 165er Bogen anziehen. Mit 162 können wir den schon anziehen, wenn wir uns ein Premium-Ticket holen. Was wir früher oder später wahrscheinlich machen werden, weil mir dieser 115er Bogen, wie gesagt, einfach zu schwach wird. Und ja, dann sollte das eigentlich alles wieder ein bisschen flüssiger laufen, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, ne? Noch ist es ja nicht soweit, noch sind wir hier mit 160 unterwegs und ja, ich konnte nicht die ganzen Quests machen, die ich hier hatte, weil man für den Altar eigentlich mehrere Personen braucht. Und wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, bin ich da weit und breit die einzige Person. Sprich, ich bin da alleine drin und alleine kann man nur bis zu einem bestimmten Punkt kommen, weil man einfach, das werdet ihr nachher noch sehen, oder vielleicht habt ihr es auch jetzt schon gesehen, ich weiß gerade gar nicht, an welcher Stelle wir sind, aber ich glaube, es kommt erst nachher, da werdet ihr sehen, da müssen wir alle vier Säulen gleichzeitig anklicken. Wenn man schnell genug ist, dann schafft man das mit zwei Personen, wenn man immer so hin und her läuft, die ganz schnell anklickt. Alleine habe ich es einmal versucht oder zweimal hier, das wird allerdings nichts, habe ich dann relativ schnell feststellen müssen. Und deswegen halte ich mich da auch eigentlich wieder raus oder halte ich mich fern und teleportiere mich einfach zurück. Eine Quest haben wir machen können, die geben wir nachher auch ab. Aber es kommen noch ein paar, die wir auch noch machen müssen. Die hatte ich noch gar nicht angenommen, das habe ich ein bisschen verplant. Das wird auf jeden Fall in der nächsten Folge dann kommen, wo wir am Ende dann noch Kompal töten müssen, so wie der heißt. Oder Kompler. Egal, da muss ich mir allerdings ein paar nette Menschen suchen, die mit mir in diesen Altar hineingehen werden. Weil ich, wie gesagt, alleine nicht so weit kommen kann. Rein spieltechnisch mäßig, jetzt nicht von wegen Angriff, Verteidigung, sondern ich muss halt diese Sachen aktivieren und das kann ich alleine nicht. Dafür braucht man mehrere Personen. Zwei Leute sollten es mindestens sein. Aber das lässt sich bestimmt hinkriegen irgendwie. So. Ja, nachdem wir das dann alles abgegeben haben, geht es dann auch weiter nach Tarian, wo wir dann gewohnt kloppen werden. Nicht bei den Frostschatten, sondern bei den Blutschatten. Hat folgenden Grund, wir kriegen da Igni voll und damit schaffen wir unterm Strich mehr, als wenn wir bei den Frostschatten sind. Und ganz nebenbei droppen die auch noch ein bisschen was, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil unser Inventar sowieso die ganze Zeit immer voll ist. Aber trotzdem, so als Nebeneffekt, haben wir dann die windige Hände und luftige Schritt-Buffs fast wieder drin. Ja, aber wie gesagt, die geben Igni und das lohnt sich einfach viel mehr, als wenn wir das jetzt bei den Frostschatten machen. Ab 164 kriegen wir dann auch bei den Frostschatten wieder Igni und dann läuft das wieder. Ja, ich habe in dieser Folge zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob ich schon getan habe oder ob ich es noch machen werde. Ich weiß gerade, wie gesagt, nicht, an welcher Stelle wir gerade im Video sind. Wieder ein bisschen Fail von mir, aber egal.
Jedenfalls benutzen wir in dieser Folge zum ersten Mal den XP-Wartezeiten-Entferner. Ich glaube, so heißt das offiziell. XP-Pad-Wartezeiten-Entferner, irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine, womit auf jeden Fall diese Wartezeit von 8 bzw. 4 Stunden entfernt wird. Und das hilft uns bei Quests sehr weiter, weil wir einfach 10% XP pro XP-Pad bekommen und die wollen wir nicht haben. In diesem Levelbereich fängt es an, sich zu lohnen. 10% sind dann doch schon einiges oder 20 dann in dem Sinne. Im Low-Level-Bereich oder früher, sage ich mal, da ist das jetzt nicht so wild. Ihr müsst ja auch immer im Hinterkopf behalten, so ein XP-Wartezeiten-Dingens kostet, weiß ich nicht, um die 300 Millionen Gold so. Und wenn man das runterrechnet, wie viel Gold das pro Prozent ist, hat sich das früher einfach nicht gelohnt, aber langsam kommen wir sicher in einen Bereich, wo sich das anfängt, ein bisschen zu lohnen. Klar, es ist immer noch ein bisschen verschwendet, wenn man überlegt, dass ich dafür schon fast wieder eine Lilie kriege und die ganzen Items und dass ich aus einer Item, also einer Lilie sozusagen 30-40% machen kann. Dann ist es schon in einer gewissen Weise rausgeschmissenes Geld. Aber wir wollen ja jetzt auch nicht ewig hier unterwegs sein, deswegen geht das schon mal klar, wenn ich das 1, 2, 3, 4 Mal mache. Aber egal. Das wollte ich nur mal so gesagt haben, warum auch immer. Ihr seht das ja eigentlich alles, so ist ja nicht. aber passt schon. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel ich hier noch reden muss, weil ich, wie gesagt, keine Ahnung habe, wie lange das Video wird, aber ich glaube mal, das geht so 12, 13 Minuten, kommt das hin? 11, 12 Minuten, ja. Und ich habe jetzt erst 6 Minuten geredet, oder 6,5 Minuten. Aber egal, dann spiele ich einfach wieder ein bisschen Musik in den Hintergrund rein. Wollte ich zwar diese Folge eigentlich nicht machen, aber wenn sich das jetzt so ergibt, dann ist das halt so. Seid ihr schon gewohnt, insofern, ja. Ich kann schon mal so viel spoilern. 161 werden wir auf jeden Fall schaffen, diese Folge, auch noch ein bisschen mehr. Ich weiß, vielleicht sind wir auch schon 161, kann ja auch sein. Wird sich zeigen. Auf jeden Fall bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich bin nämlich schon bald weg. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich den ganzen September nicht da sein werde, sondern bis Mitte Oktober ungefähr keine Zeit haben werde. Also wirklich null. Also entweder kommt jetzt das nächste Video, vielleicht schaffe ich das jetzt noch aufzunehmen in den Tagen jetzt, oder das nächste Video kommt irgendwann Mitte Oktober. Wobei, vielleicht schaffe ich es ja, was vorzuproduzieren, was ich dann irgendwann so einstelle, dass das Mitte September irgendwann hochgeladen wird. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall kann es sein, dass das jetzt erstmal das letzte Video war. Es kann sein. Falls dem so ist, sehen wir uns auf jeden Fall Mitte Oktober wieder. Das so viel kann ich euch versprechen. Es geht auf jeden Fall weiter. 165 ist ja auf jeden Fall noch drin. Habe ich ja schon von Anfang an gesagt. Das werden wir auch durchziehen. Wie es danach weitergeht, mal sehen. Aber vielleicht sehen wir uns auch schon in ein paar Tagen wieder. Je nachdem, wie ich das hier irgendwie hinkriege oder auch nicht hinkriege. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Feedback jeglicher Art würde ich mich natürlich sehr freuen, egal ob positiv oder negativ. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.